An sich, hören Sie zu, an sich geht's darum, dass ich einen neuen Namen für Auftritte brauche. Sträter klingt nämlich nach Filtertütenfabrikant, finde ich. Nur kann ich mich kaum damit befassen. Mein Sohn hat nämlich ADS, glaube ich, allgemeines Hektik. Dings-Syndrom, Gedöns. Deswegen kommt mir auch keine übertriebene Technik ins Haus. Das macht das Kind nur unruhig. Ich selbst halte mich auch dran. Beispiel digitales Blutdruckmessgerät. Brauche ich nicht. Ich habe mir zu Hause einen Zollstock an die Wand genagelt. Und wenn ich wissen will, wie hoch mein Blutdruck ist, kloppe ich mir eine Sicherheitsnadel in den Arm. Und wenn die Suppe dann auf über 1,80 hochspritzt, weiß ich, besser mal 2 Tage kein fettes Fleisch. Ich habe auch keinen DVD-Spieler. Allerdings habe ich einen Kumpel, der macht mir aus Kinofilmen eine Dia-Serie. 3 Teile Herr der Ringe, 180.000 Dias, leider ohne Ton. Ist trotzdem immer schön, die 3 Teile zu sehen, auch wenn ich alle Rollen selbst sprechen muss, damit mein Sohn der Handlung folgen kann. Frodo, kleiner Beutlin, klick, 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 ein Zauberer, klick, 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 komm nie zu früh und nie zu spät, klick, 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 Saruman, klick, 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 was habt ihr für hässliche Füße, klick, 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 da könnte man ja kotzen, klick. Könnte, hören Sie auf, das ist Literatur, könnte natürlich sein, dass mein Sohn in die Jugendpsychiatrie muss, wenn er mal einen Tonfilm sieht. Darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist. Ich bin dafür aber auch keiner, der pädagogisch korrektes Spielzeug kauft, einfach weil ich das noch aus meiner Kindheit kenne. Du wünschst dir eine Actionfigur. Präzise den Ninja Psycho Big Jim mit 92 Gelenken, beweglichen Augen und Ausbeinmesser und bekommst eine Holzlok. Da hieß es dann von Hause aus stets, na bemühe mal deine Fantasie. Ja klar, Timo von nebenan hatte den waffenstarrenden Tiefsee Kalaschnikow Big Jim. Udo, den Bluttrinker Rastafari Big Jim mit Stahlgebiss, sogar Lothar führte das Kommando bei einem Assassinschaftstiefel Rasierklingenesser Big Jim. Und ich hockte mittendrin und schwenkte wie ein Geistesgestörter meine scheiß Holzlok. Okay, jetzt dürfen Sie mal. Ich nehme sonst nichts von Fremden an, aber danke. Lothar brüllte: Ich fress deine Eingeweide, Psycho-Jim, du erlebst den Morgen nicht. Und Udo schrie beim Spielen, ich reiß dir den Kopf ab und piss dir in die Augenhöhlen im Sandkasten. War richtig Randale seinerzeit. Und Timo, der lange Zeit nicht richtig sprechen konnte, so bis er 22 war, der ist dann direkt zum Bund. Jedenfalls Timo. Timo konterte bellend mit, ich mach dich Friedhof, du Pups. Und dann schwenkten alle Blicke zu mir. Und Stille trat ein und ich hob die Lok und sagte, tuff, tuff. Mein Sohn soll's mal besser haben. Aber erstmal geht er früh ins Bett. Da steht immerhin noch ein CD-Spieler, damit er Hörspiele hören kann, bis er eingeschlafen ist. Während er unter die Decke kroch, ließ ich gelangweilt das CD-Fach seines Hörspielplayers aufgleiten, spähte hinein und dachte, oha. Mein Sohn wurde mir schlagartig klar, hatte gar kein ADS. Ich hatte ihm den CD-Spieler hingestellt, ohne mir das Ding vernünftig anzugucken. Und deswegen hörte mein Sohn seit nunmehr 3 Jahren stets eine meiner CDs zum Einschlafen. Präzise gesagt, eine von Scooter. Zu meiner Entlastung muss ich sagen, dass ich Scooter-CDs ja nur wegen der Texte kaufe. Ein Beispiel. I want you back, so clean up the dish. By the way, how much is the fish? How much is the fish? Here we go, here we go, here we go again. Yeah, sunshine in the air. Aber besser macht es das nicht. Ich drehte den Lautstärkepegel von 12 auf 2, ging ins Wohnzimmer und genoss die Stille. 4-mal schon hatte ich meine Nachbarn wegen des Radaus beim Mieterschutzbund angeschissen, ohne zu merken, dass der Lärm aus dem Kinderzimmer kam. Endlich konnte ich mal in Ruhe denken.
Ich setzte mich an den PC, öffnete Firefox und las 100 Wasserausstellungen in Dresden. Es machte Klick. Mein neuer cooler Bühnenname. Ich mach's wie Friedensreich 100 Wasser. Der hieß ja auch nicht wirklich so. Friedensreich 100 Wasser. Das ist aber ein brillantes Namenskonzept. So Wunsch als Vorname und Flüssigkeit hin. Ich werde mich Bumsgut Krombacher nennen. Und wenn ihr jetzt tatsächlich immer noch überlegen müsst, was das jetzt gerade für ein unfassbarer Schwachsinn war, kann ich auch nur sagen, bemüht mal eure Fantasie. Tuff, tuff.